Hören Sie gut zu, verehrter Tonbandfreund. Wir befinden uns in einem der teuersten Räume dieser Erde. Dieser Raum hat nur eine Grundfläche von etwa 80 Quadratmetern, doch es hat viele hunderttausend D-Mark gekostet, ihn zu erbauen. Er ist nämlich absolut schalltot. 15.000 Meter lange Keile aus schallschluckender Steinwolle bedecken seine Wände, die Decke und den Boden. Kein Laut dringt von außen hier herein, kein störender Nachhall beeinträchtigt diese Mikrofonaufnahme. Das ist der Traum jedes Tonbandamateurs. In diesem Raum ist es ohne Bedeutung, ob man für seine Aufnahmen ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik, mit Nierencharakteristik oder mit Supernierencharakteristik verwendet. Denn da es weder Störgeräusche noch Nachhall gibt, braucht das Mikrofon auch nichts davon abzuschirmen. Aber solche idealen Aufnahmeverhältnisse gibt es eben nur hier, im 3. Physikalischen Institut der Universität Göttingen. Die Praxis des Tonbandamateurs sieht anders aus. Seine Aufnahmen muss er in geräuscherfüllter Umgebung und oft sogar in halligen Räumen machen. Da bedeutet es schon einen Unterschied, ob er ein Mikrofon mit Kugelcharakteristik, mit Nierencharakteristik oder mit Supernierencharakteristik verwendet. Welchen Einfluss die Richtcharakteristik des Mikrofons unter besonders ungünstigen akustischen Bedingungen auf die Qualität der gewünschten Aufnahme hat, wollen wir Ihnen gleich in einem anderen Raum demonstrieren, den wir auch hier auf dem Gelände der Universität Göttingen finden, dem Hallraum. Dem Hallraum. Können Sie mich noch verstehen? Ich spreche aus einem Abstand von etwa 40 Zentimetern in ein hochwertiges Mikrofon mit Kugelcharakteristik. Sie haben zweifellos Mühe, jedes Wort zu verstehen. Deshalb schalten wir jetzt um auf ein Mikrofon mit Nierencharakteristik. Sicher bemerken Sie einen Unterschied. Meine Stimme klingt deutlicher, obwohl der Nachhall immer noch stört. Das liegt daran, dass die Nierencharakteristik zwar für eine saubere Ausblendung des direkt von hinten kommenden Nachhalls sorgt, aber den von schräg hinten und von den Seiten kommenden Nachhall nur unvollständig abschirmt. Deshalb werden wir jetzt gleich auf die Superniere MD411 umschalten. Bei genau demselben Mikrofonabstand bemerken Sie sofort, dass die Aufnahme noch erheblich klarer und durchsichtiger geworden ist. Überzeugender lässt es sich nicht beweisen als durch diesen Versuch. Die Superniere MD411 ist in halligen Räumen sowohl dem Kugelmikrofon als auch dem Nierenmikrofon überlegen.